Ja, wir sind beim Nils in Bochum, Intime Fitness. Und der Nils hat gesagt, Frank, EMS-Training, das ist perfekt. Ich habe nie so die Zeit, so Sport zu machen. Wenn, versuche ich es morgens einzubinden. Aber ich tue mich manchmal schwer, die Zeit zu finden, wirklich Sport zu machen. Und EMS soll einfach für Leute wie mich das Perfekte sein. Und deswegen bin ich heute beim Nils und frage ihn, warum soll ich EMS machen? Wann soll ich EMS machen? Und was ist das überhaupt? Ja. Also, was stellt man sich unter EMS vor? Was muss man da machen? EMS-Training kommt ursprünglich aus der Physiotherapie. Viele kennen den Bereich Tensgeräte, wo die Muskulatur von außen stimuliert wird, um Effekt auf den Muskel zu haben. Und beim EMS-Training verstärken wir den körpereigenen Reiz und haben dadurch eine deutliche Effektivitätssteigerung im Hinblick auf normales Training. In der Regel sagen wir, trainiert man ein bis maximal zweimal die Woche, um gute Effekte zu haben, gerade auch weil die tiefer liegenden Muskeln einen längeren Zeitpunkt brauchen, bis sie regeneriert sind. Also mein Vorteil ist sozusagen, dass ich nur ein, maximal zweimal das Ganze machen muss, weil auch mehr gar nichts bringt, weil man die Regeneration braucht, um den Effekt zu haben. Und ich muss da irgendwas anlegen und da wird Strom durchgejagt. Ist es gesund? Würde ich als Apotheker fragen, ist es gesund? Nein, ich verstehe genau, was du meinst. Bei jeder Bewegung, die wir im Körper machen, kommt vom Gehirn zum Muskel ein Impuls, der dem Muskel sagt, er soll sich bewegen. Und diesen körpereigenen Impuls, den verstärken wir leicht von außen, damit die Effekte nochmal deutlich gesteigert werden. Also im Endeffekt ist es ein ganz natürlicher Reiz, der die Muskelanspannung nochmal verstärkt von außen. Also kann man sich das nicht so vorstellen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Auto. Du hast das Auto, fährst ganz normal und das EMS sozusagen das Nitro, wenn du auf den Gas drückst, dass hinten die Flamme rauskommt und du schneller zum Ziel kommst. So ein bisschen in die Richtung kann man Okay. es so sehen. Und du hast mich gerade nach den Vorteilen gefragt. Genau. Der eine Vorteil ist, wie von dir angesprochen, die Zeitersparnis. Man trainiert einmal die Woche für 20 Minuten und ist dabei immer von einem Personal Trainer betreut. Dass jemand dabei ist, der auf die Bewegung achtet, der guckt, dass die Übungen auch richtig Richtig ausgeführt läuft. Okay. werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass es sehr gelenkschonend ist. Wir arbeiten rein mit dem eigenen Körpergewicht. Und dadurch ist das Training auch für Personen mit Knieproblemen, Personen, die älter sind, extrem sinnvoll und gut umsetzbar. Das heißt, wenn man so eine Prozentzahl jetzt hätte, was macht das mit den Muskeln? Weil je älter man wird, desto mehr schwindet natürlich die Muskulatur. Und wenn du jetzt sagen würdest, herkömmliches Fitnesstraining, also das Krafttraining, Kraftausdauer, was für einen prozentualen Mehreffekt hast du durch das Training mit EMS? Man Ungefähr. spricht immer von 18 Mal, so hoch ist der Umfang der Muskulatur, der Wirkung. Ich selber sage immer ganz gerne, dass wir so Richtung ein bis drei Trainings im normalen Fitnessstudio mit dem EMS-Training ersetzen können. Aber da hängt es natürlich auch immer stark von ab, wie trainiert man, wie geht man vielleicht auch selbst an die Leistungsgrenzen. Ich will nur ganz kurz sagen, ich bin jetzt keiner, der jetzt täglich Fitness macht. Ich bin auch kein Fitnesscoach. Es ist nur so, wenn du langfristig gesund sein willst, ist eine Aktivierung des Körpers, auch der Muskulatur und auch eine Aktivierung deiner ganzen Physis sehr, sehr entscheidend. Und deswegen finde ich es extrem spannend, dass man einmal die Woche so etwas macht, um den Effekt zu haben, den man sonst mit dreimal hinbekommt. Das heißt, eine dreifache Zeitersparnis. Das finde ich extrem spannend. So, und wo siehst du im Endeffekt oder welche Personen würdest du, wenn du dir eine Wunschperson basteln könntest, an solchen Geräten sehen? Für wen hat es den meisten Effekt? Gut, der meiste Effekt ist immer schwer zu sagen. Theoretisch würde ich sagen, ist es für nahezu jede Person auch als Ergänzung gut möglich, ob Leistungssportler, die nochmal auf ein anderes Level kommen wollen, die
noch ein bisschen mehr aus dem Körper rausholen möchten. Für Personen, die wenig Zeit haben, die im Büro sitzen. Einer unserer Hauptzielgruppen sind Personen mit Rückenproblemen. Da ist es so, dass wir in der Regel nach 8 bis 10 Wochen bei ca. 85% eine deutliche Besserung spüren und bei 40 bis 45% sogar zu einer Beschwerdefreiheit in dem kurzen Zeitraum gelangen. Nee, super. Also von meiner Seite her ist es so, dass ich sage, weil häufig höre ich, ja, da machst du mit der Muskulatur, was nicht natürlich ist, du jagst da Strom durch, ist das überhaupt gesund? Und ich kann da komplett Entwarnung geben. Es ist wirklich so, dass auch in Reha-Einrichtungen, wenn einer, sage ich mal, wirklich im Koma liegt oder wenn einer nicht mehr seine Muskulatur verwendet, gerade mit solchen Stimulationen der Muskulatur dann ein Effekt erzielt wird. Und deswegen, es ist für jeden etwas, der mehr in der Zeit erledigen möchte, was man sonst nicht hinbekommen kann. Also das ist nochmal das Fazit dazu. Wie ist es? Wie kann man sich das selber anschaffen? Wie teuer ist so eine Sitzung? Wie oft wäre eine Sitzung dabei bei euch? Klar, theoretisch kann sich jeder selber auch ein Gerät anschaffen. Mhm. Natürlich ist es sehr kostenintensiv. Mhm. Wir arbeiten hier mit dem Weltmarktführer, ist ein deutsches Unternehmen, weil wir einfach unseren Mitgliedern die beste Qualität auf dem Markt bieten wollen. Mhm. Der Preis liegt so ungefähr bei 20 Euro je Einheit. Mhm. Da arbeiten wir ganz gerne mit Mitgliedschaften, weil wir haben natürlich ein langfristiges Ziel, was wir verfolgen wollen. Mhm. Und um das zu erreichen, muss man länger als einen Monat dran arbeiten. Hast du schon so eine Benchmark, so einen, wo du sagst, da haben wir das und das erreicht mit demjenigen, wo du sagst, okay, oder das hast du schon gesehen, was das für einen Effekt hatte? Also ich arbeite jetzt mittlerweile seit knapp 10 Jahren mit dem Gerätehersteller zusammen. Da habe ich schon eine Menge Erfolgsgeschichten miterlebt. Mhm. Ganz schön sind immer die Geschichten, wenn Personen wie ich mit Einschränkungen kommen, mit Schmerzen, Personen, die nachts nicht durchschlafen können, weil sie Rückenschmerzen haben, ja, und wir da schnell eine Besserung haben, dass die Rückenschmerzen keine Rolle mehr spielen und nicht den ganzen Alltag diktieren. Also zusammengefasst, wenn du Schmerzen hast, oft im Büro sitzt, im Endeffekt sagst, hey, du musst was tun, aber hast eigentlich keine Lust, Sport zu machen, dann ist das was für dich. Und für Leute, die einfach mehr aus der Zeit rausholen wollen und den Effekt einfach haben wollen, die sagen, die machen nur einmal die Woche, aber dann intensiv. Genau, und wir empfehlen das Ganze immer, dass man es trotzdem kombiniert mit einem gesunden Leben, mit Bewegung, weil das sind Faktoren, die alle mit reinspielen. Die Basics im Endeffekt, genau. Das sind die Grundlagen. Nee, wunderbar, Nils, vielen Dank. Gerne. Wenn ihr dazu Fragen hast zu EMS-Training, wir werden auf jeden Fall hier verlinken. Und ja, schreibt auch mal, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Macht's gut, euer Frank.